Liebe Freundinnen und Freunde, seit Sommer 2006 warne ich vor der Verschärfung der Lage in Afghanistan. Und seitdem drängte ich als sicherheitspolitischer Sprecher der Fraktion auf einen deutlichen Kurswechsel. Und das ist ja auch die Position der Fraktion der Partei seit Köln gewesen. Zunehmend verärgert und ungeduldig, und ich als ruhiger Vertreter, wurde ich angesichts einer Politik der Bundesregierung, die die Herausforderung von Afghanistan bis heute offensichtlich nicht kapiert hat, die unehrlich ist, die halbherzig ist und dadurch verantwortungslos ist. Bei jedem Besuch in Afghanistan erfahre ich die gespaltene Entwicklung. Zuletzt, als ich im September dort war, gespalten, vor 2,5 Jahren die Provinz Kunduz, richtig hoffnungsvoll, wie ich das in den Besuchen vorher immer im Vergleich gesehen habe. Seit 2,5 Jahren geht es bergab. Und präzise, seit April diesen Jahres ist offener Guerillakrieg, Kleinkrieg in Kunduz. Da gibt es gar keine so Vertun. Das muss beim Namen genannt werden. Und als es am 4. September zu dem Luftangriff auf die Tanklastzüge gekommen ist, dann war das ein Bruch mit der bis dahin vertretenen Linie, auf jeden Fall Schutz der Zivilbevölkerung im Mittelpunkt zu halten bei den ganzen Bundeswehreinsätzen. Und es ist ja schon hier sehr deutlich kritisiert worden, vor allem auch, wie der Minister, dieser sogenannte verantwortliche Minister, sich dazu verhalten hat. Zugleich erfahre ich, und das auch noch im September, gute Fortschritte in Nachbarprovinzen, in Balk, in Badakhshan, beim Gesundheitswesen, bei der Wasserversorgung, bei der Infrastruktur, beim Provincial Development Fund. Bei Besuchen im Teacher Training Center habe ich Dozenten und Lehrerstudierende erlebt, die wirklich brennen, die brennen für ihre Aufgabe, für was dafür zu tun, ihr Land wirklich aufzubauen und aus der Kriegsscheiße wirklich herauszuführen. Und immerhin, im bundesdeutschen Auftrag arbeiten allein im Rahmen deutscher Durchführungsorganisationen knapp 200 internationale und 1200 nationale Kräfte. Bei deutschen Nichtregierungsorganisationen noch mal ungefähr so viel. Und ich finde es ärgerlich und regelrecht dumm, wie wenig hierzulande die Arbeit dieser Leute überhaupt wahrgenommen wird. Und diese verdienen, wie auch die Polizisten, wie auch besonnen auftretende Soldaten, unseren ausdrücklichen Respekt und Dank. Was ist aber nötig, um den Krieg zu beenden, aus der Gewaltspirale rauszukommen und Frieden zu gewinnen? Weiter so, das ist schon oft richtig gesagt worden, ein bloßes Nachjustieren, wie es bei der Bundesregierung immer wieder mal passiert. Nein, das wird die Abwärtsspirale nicht stoppen. Das führt innerhalb der nächsten 1-2 Jahre eindeutig zum Desaster. Und damit versündigt sich eine Bundesregierung an den Leuten, an den guten Leuten, die wir hinschicken, und an der afghanischen Bevölkerung. Zweite Option: sofort raus mit der Bundeswehr. Ich frage immer wieder, wer will das in Nordafghanistan? Wer fordert das dort? Nicht die Menschen, die im Aufbau engagiert sind, nicht die besonders Mutigen, die im Rahmen der Menschenrechtskommissionen arbeiten, und nicht die zivilen Helfer, die sehr wohl auf Distanz zum Militär achten. Aber die wollen auch nicht, dass sofort das abgezogen wird. Und was wären die absehbaren Folgen? Auch darauf habe ich die Leute ja immer wieder angesprochen. Sie befürchten eine enorme Gewalteskalation, eine Entfesselung, eine regelrechte Entfesselung des gegenwärtig schon in einigen Landesteilen grassierenden Krieges. Und schließlich Destabilisierungsstoß für das sowieso schon schwankende Atomland Pakistan. Und man soll sich nichts vormachen. Es gibt nicht die einfache Alternative,
Truppe raus, Helfer rein. Nein, die meisten Helfer müssten dann mit der Truppe auch tatsächlich rausgehen. Dritte Option, was dann? Als allererstes, auch hier wiederhole ich andere Rednerinnen und Redner, als allererstes Zustimmung und Schutz der Zivilbevölkerung als A und O für alle Politik, alles Verhalten, alle Militäreinsätze. Und dann als Gebot von Friedenspolitik, die Chancen, die noch da sind, die zu identifizieren und die anzupacken. Und zu den Chancen gehört nur eine Auswahl. Erstens, bei den Führern von Taliban und Aufständischen zu gucken, wo sind solche, und es gibt die, die politisch denken, die auch ein Interesse an ihrem Land und an ihren Leuten haben. Mit denen ist in einer ganz anderen Intensität was notwendig an Verhandlungen. Das wird schwierig, da gibt es keine Erfolgsgarantie, aber das ist elementar. Elementar als Alternative zu immer mehr Soldaten. Dann zweitens, eine forcierte Förderung von Staatlichkeit, von zivilgesellschaftlicher Entwicklung auf allen Ebenen. Das diesjährige Friedensgutachten der 5 deutschen Friedensforschungsinstitute hat gesagt, auf die Frage, auf die Schlüsselfrage, wie raus aus dem Krieg in Afghanistan, diese Punkte, Förderung von Staatlichkeit auf verschiedenen Ebenen, elementar. Und da wissen wir, ist gerade das mit der Polizei, mit 2500 Polizisten mehr in der Provinz Kunduz von elementarer Bedeutung, ist ein ganz konkreter Vorschlag. Und auf der Grundlage eben Vereinbarung eines Aufbauplanes mit konkreten, realistischen Aufbauzielen. Und dieses ist wiederum Grundriss für Abzugsplanung. Und da wäre mir wirklich wahrhaftig lieb, man könnte den Abzug vernünftig hinkriegen innerhalb von 2 Jahren. Nur wenn ich mir das alleine gucke bei der elementaren Frage Polizeiausbildung. Man braucht, um Polizisten einigermaßen hinzukriegen, dass sie selbstständig dann in Distrikten arbeiten können, braucht man ungefähr 2 Jahre. Und das heißt, dass er eben bis Ende 2011, so wünschenswert das wäre, eine solche Zahl zu nennen, ist pseudo genau und pseudo-ehrlich, im Grunde wäre es nicht durchhaltbar. Ich meine, dass dieser Vorschlag eindeutig keine Laufzeitverlängerung für Krieg ist. Nein, also eben ein Weg, um aus dieser, und ich wiederhole es nochmal, das muss man sich bewusst machen, aus dieser Kriegsscheiße herauszukommen, um da Frieden hinzukriegen. Und ich meine, Der Antrag der Bundesregierung ist die einzig verantwortbare Alternative zu einer Politik der Bundesregierung, die unverantwortlich ist. Und ein Wunsch Richtung Fraktion, dass unsere neue Fraktion auf dieser inhaltlichen Grundlage ihre Position findet. Ihr Neuen habt ja bisher noch keinmal unter euch über dieses Thema also diskutiert. Und ich hoffe, dass ihr dann im Unterschied zu meiner früheren Generation es hinkriegt, jetzt wieder einmütig auf dieser inhaltlichen Grundlage euch zu dem künftigen Mandat also zu verhalten. Und wenn es also eben nicht Zustimmung ist, wenn es Ablehnung ist, dann möglichst gemeinsam. Ich danke euch.